Hallo Flipperfreunde, ich zocke alle NES-Games dieser Welt von A bis Z und heute ist dran High Speed, ein Flipperspiel von Rare, Copyright 1991. Ich bin gespannt. Es ist nicht nur zum ersten Mal, dass ich ein Flipperspiel am NES spiele, sondern natürlich auch das erste Mal, dass ich High Speed spiele. Zusammen mit euch, ich bin gespannt, was mich erwartet. Oh. Voll die Sprachausgabe, Leute. Aha, das kann man bis zu viert spielen. Cool. Ein Spieler, ein Ball. Okay. Wie ist das Flippern? Links? Ist links drücken? Rechts ist rechts drücken. Okay. Okay, ich bin im Flippern nicht gut, muss ich euch gleich sagen. Ich glaube, dass ich für Flippern einfach kein Talent habe, aber macht mir natürlich trotzdem Spaß. Mein erstes Flipperspiel war tatsächlich Kirby's Pinball Land. Wollte ich mir, ich so als kleiner Zocker wollte ein Kirby-Spiel haben und haben mir Kirby's Pinball Land gekauft. Ohne zu wissen, dass Pinball natürlich Flipper ist. Ja, aber ich habe es trotzdem gern gespielt. Ich habe es mehrmals durchgespielt. Aber es war nicht so ganz das, was ich mir damals erhofft habe. Das war ja ein mega Schuss in den Ofen. So, das war gar nichts. Gut. Das kann ich besser, sag ich mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht zum Umsetzen war am NES. Ich würde euch ja gerne was sagen über die Ballphysik, aber ich habe da echt weniger Flipper-Erfahrung. Also mit so realistischen Flipper-Simulatoren. Ah ja, 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 ja. Das war nix. Game over! Na geh, wirklich. Und kein Rekord. Na sowas. Wer hätte das gedacht? Okay, geht schon. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, gleich mal weggeflippert hier am Anfang. Ich weiß nicht, gibt es mehrere NES-Flipper-Spiele? Also jetzt habe ich schon so viele NES-Games gezockt und das ist das erste Flipper-Spiel, das mir unterkommt. Ich habe mir so gar nicht bewusst, dass das damals schon ein Genre war. Ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Das Gameboy-Spiel habe ich auch relativ spät erst bekommen, das Kirby's Pinball Land. Beim Gameboy gab es auch ein anderes ganz gutes Flipper-Game. Irgendwas mit Krokodilen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Falls jemand weiß, was ich meine, Gameboy-Spiel mit Krokodilen am ja, mit wer das weiß, in die Kommentare damit. Das habe ich auch ein paar Mal gezockt, aber nie besessen. Das habe ich mir nur ausgeborgt. Aha, jetzt habe ich irgendwas richtig gemacht, glaube ich. Glaube ich. Wow, was war das? Und der muss ich jetzt rechtzeitig. Ah, das war nicht so gut. Na, nein, no, okay. Das war nix. Gut, weiter geht's. Hopp, hopp. Ich habe eine Explosion bekommen, das heißt, ich war nicht so schlecht. Ist ja auch nett. So eine kleine Belohnung, so eine Explosion reinhauen. Ist ja schon mal was. Da kennt man sich aus. Da gibt es ein bisschen Feedback für den Spieler. Das war Mist. Okay, da brauche ich kein Feedback, um zu wissen, dass das Mist war jetzt. Ah, ja, ja, ja. Aber eigentlich will ich gerne lieber schnell instant weiterspielen. Wow, was war das denn jetzt, ja? Wow, was ist denn ein Safe? Wie komme ich denn in den Safe rein? Na, da nichts machen können. Zum Blatt chancenlos.
Okay, ich hätte gerne in den Safe reingeschossen. Doof, ne? Und wieder nichts mit der Highscore per Highspeed. Gut. Nochmal. 5 Minuten sind es erst. Ich spiele jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Und da bin ich erst bei 5 Minuten. Macht auch gar nichts. Ich spiele ja gerne noch ein bisschen weiter. Ist ein ganz nettes Game. Die Flipper reagieren vielleicht nicht ganz so akkurat, wie ich es gern hätte. Vielleicht ist es realistisch, ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass es Absicht ist. Möchte ich hier nicht ausschließen. Bam! Dann gleich nochmal. Ja. Aha, ja. Es geht teilweise schon recht schnell. Okay. Na, ah, das war schlecht. Na, ah, schon wieder. Genau in die Mitte rein. Genau in die Mitte. Ja. So wird es nichts mit Rekorden. Ah, und auch keine Explosion. Achso, eine Explosion noch einmal hätte ich schon ganz gern. Uah. Niemals nur gescheit Punkte bekommt. Ah, zu langsam. Nein! Auf mit dir! Genau mal. Jawohl, das war gut. Ah, das ist jedes Mal. Er kommt von oben runter, ich flippe ihm hoch, er springt dann nach links und dann geht er in der Mitte runter. Ich sollte mal bemühen, diesen Geldsack da abzustreifen. Ja, Game Over, nichts bekommen, nichts gewonnen. Ja, kennen wir schon alles. Einmal geht's noch. Wir sind erst bei 7 Minuten, 3 Minuten noch. Flippern am NES High Speed. Ich frage mich, ob es da mehrere Tische gibt, aber ich denke, ich schätze mal nicht, ich weiß es nicht. Falls das wer weiß, auch das bitte in die Kommentare. Gibt es hier mehr als einen Flipper-Tisch? Würde mich aber eigentlich fast wundern. Könnte man gut vorstellen. Weil das ist ja auch der am Cover ist. Ich glaube, das war es einfach. Ah, das war Mist, ich weiß. Das war zu schwach. Gleich da rein, ja, das war gut. Na, was, na doch, dachte, das war's. Ja, Geld. Ah, zu spät geflippert. Na, zu früh geflippert, so, zu früh war das. Nicht sehr berühmt. Ja, immer Geld abgeholt. Will den Geldsack haben. Ah, Mist. Gib mir doch den Geldsack, Leute. Ich brauch Punkte. Ja, Geldsack. Und nein, da kam einfach nicht. Das ist so bitter. Das mag ich nicht bei fünf Flippern spielen. Dass der Ball einfach in der Mitte runterfallen kann. Das mag ich nicht. Ich finde, da sollten wir irgendwie eine Chance haben. Manchmal kann man einfach nichts machen. Mach noch eins, Leute. Ich könnte jetzt als Ausrede sagen, ich bin jetzt bei 9 Minuten 30, aber ich habe einfach doch Bock auf noch eine Runde. Es ist richtig gut. Eine Runde geht noch. Was hat das jetzt? Pff, das war mies. Das ist doch richtig mies, ey. Zu gut angefangen und. Ah ja. Wird eine schnelle Runde, wenn es so weitergeht.
Ja, gleich nochmal. Ah, das war's. Nein! Was da rechts unten immer alles auftaucht. Hubschrauber, erste Hilfe-Set. Letzter Ball, dritter Ball. Ja, gescheit flippern da oben. Vielleicht bringt das Punkte, ich weiß es nicht. Nein! Oh Mann, das war nix. Das war gar nix. Na, sagen wir, das war's. Ich hätte zwar eigentlich noch Bock auf eine Runde. Ja, aber wenn man auf Flipper steht, ja, warum nicht? Warum nicht einfach mal flippern am NES? Kann man machen. Ist vielleicht schon ein bisschen sehr Special Interest, aber ja, mir hat Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr abonnieren, falls ihr es nicht eh schon längst gemacht habt. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen und einen Daumen hoch, dann freue ich mich. Und am allermeisten freue ich mich immer über Kommentare. Genau. Also bis bald. Ciao, ciao.